Hi Leute, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt anfangen soll. Wie ihr gerade sehen könnt, bin ich hier in einem ganz anderen Zimmer. Ich bin in einer ganz anderen Stadt, ich bin in einer ganz anderen Nachbarschaft und ich gehe gerade nicht zur Schule. Und ich weiß echt nicht, wo ich anfangen soll, überhaupt euch zu erzählen, was einfach alles passiert ist. Ich will heute in diesem Video mehr über Mental Health reden im Auslandsjahr und halt viele Sachen, die halt bei mir schiefgelaufen sind in meiner alten Gastfamilie und Sachen, die halt nicht passieren hätten dürfen und warum ich dann wirklich sofort die Gastfamilie wechseln musste und einfach generell über Mental Health im Auslandsjahr, weil ich finde, auf YouTube wird oft nicht gesagt, was einfach in einem Auslandsjahr auch schieflaufen kann und dass es dir einfach auch oft so scheiße gehen kann. Und auf YouTube sind einfach immer nur diese perfekten Seiten. Ich meine, man sieht halt oft diese Videos, wenn man so einen Trip macht, wenn man Ausflüge macht mit der Gastfamilie, wenn man reist oder dieses perfekte Schulleben und so, aber so ist es halt einfach nicht die ganze Zeit. Mein größter Albtraum war es immer, die Gastfamilie wechseln zu müssen. Und ich dachte wirklich von mir aus, ich werde die bestimmt nicht wechseln müssen, weil die kamen so perfekt drüber. Und ich dachte wirklich, wir würden uns so gut verstehen. Aber jetzt ist es halt auch passiert bei mir. Und ich will euch einfach fair bleiben und ehrlich bleiben und euch auch einfach alles erzählen, was bei mir passiert und euch halt einfach nichts verleugnen, weil ich finde, ich will mit euch einfach so reden, als wärt ihr so meine Freunde. Und ich will halt einfach, dass ihr auch so von allem Bescheid wisst, was bei mir so passiert ist. Ich würde mal sagen, ich fange jetzt wirklich von Anfang an, als ich hier nach Amerika gekommen bin. Als ich hierher gekommen bin, ging es mir halt eigentlich ganz gut. Es war halt einfach alles so neu und ich hatte halt auch ein bisschen Kulturschock und so. Und ich musste mich so dran gewöhnen, an das neue Familienleben und so. Und ich dachte generell so, okay, es ist normal, dass man ganz oft weint und so. Und es ist auch normal. Aber ungefähr nach 2-3 Wochen in meiner Gastfamilie hatte ich immer noch sehr oft geweint und mir ging es sehr oft richtig schlecht. Und ich wusste halt einfach als Außenstehender nicht, was normal ist und was nicht normal ist. Weil ihr müsst euch vorstellen, ihr kommt in eine ganz andere neue Familie und ihr wisst nicht, welche Familienrituale sagen normal sind und was halt nicht normal ist. Ich dachte die ganze Zeit so, ja okay, das sind einfach neue Familienrituale, die bin ich vielleicht nicht gewohnt in Deutschland und ich muss mich halt einfach so dran gewöhnen. Und ich wollte mich jetzt auch einfach nicht beschweren, weil ich dachte so, okay, ich gewöhne mich noch dran, es ist ein ganz anderes neues Leben hier und ich will mich wirklich nicht beschweren. Und ich habe auch nichts an meinem Local Coordinator die ganze Zeit gesagt, also wir haben manchmal geschrieben, aber ich habe ihr so nur so grob erzählt, was passiert ist, aber ich habe ihr nicht erzählt, wie schlecht es mir oft einfach ging. Und nicht an meine Familie in Deutschland hatte ich oft erzählt, wie schlecht es mir ging, weil ich denen einfach keine Sorgen machen wollte. Und das war schon mein erster Fehler. Ich hätte meiner Familie schon gleich von Anfang an sagen müssen, alle Sachen, die halt passiert sind in meiner Gastfamilie, die halt falsch waren und die nicht passieren hätten dürfen, das hätte ich meiner Familie in Deutschland schon sofort sagen müssen und ich hätte mich schon sofort sagen bei denen ausholen müssen. Weil so hätte ich dann so mehr realisiert, dass die Sachen, die passiert sind, nicht normal waren. Und das hatte ich erst jetzt realisiert vor 5 Tagen. Ich habe jetzt gerade meine Gastfamilie erst vor 4 Tagen gewechselt. Deswegen ist gerade alles noch sehr, sehr frisch. Und ich realisiere es auch gerade jetzt, auch als alles so, was passiert ist. Meine Gastfamilie hatte davor noch nie einen Außerschüler. Mein Gastvater war einfach derjenige, der eine Gastaußerschülerin aufnehmen wollte. Meine Gastmutter wollte das von Anfang an nicht. Sie war nicht so begeistert davon, aber er hat sie halt überredet. Und wie gesagt, meine Familie ist halt nicht mal richtig amerikanisch. Die sind halt, wie gesagt, die kommen aus Honduras. Also das ist nicht meine ganz amerikanische Familie. Also die haben auch zu Hause jeden Tag nur Spanisch geredet, weil sie natürlich wollten, dass ich auch Spanisch lerne. Und ich wollte ja natürlich, ich hatte ja auch so voll die Begeisterung, Spanisch zu lernen. Ich habe mich so voll darauf gefreut, aber die hätten dann nur Spanisch geredet und haben Witze und so gemacht und ich habe sie nie verstanden. Und ich habe schon so mich angestrengt, alles zu verstehen. Ich bin auch in Spanisch echt nicht schlecht, also ich bin echt gut eigentlich in Spanisch. Aber ich meine, die reden so schnell auf Spanisch, dass ich natürlich dann nichts verstehen konnte, auch besonders solche Witze. Und da haben sie immer so alle zusammen gelacht und ich konnte nie mitlachen. Und da habe ich mich schon echt nicht so Teil der Familie gefühlt. Und als ein Außenstehender sollte man sich wirklich ein Teil der Familie fühlen und sich sagen angehörig fühlen. Und ich habe mir einfach oft so gefühlt, als würde ich nicht dazugehören oder als wäre ich einfach nicht gut genug oder so. So oft hat er dann auch mal so gesagt, ja, warum verstehst du nicht, was wir sagen und so, wie wir reden, du wolltest doch lernen und so. Und ich weiß, ja klar wollte ich lernen. Erstmal finde ich, sollte ich Englisch zu 100% so richtig gut sprechen, so nach 2-3 Monaten. Und dann finde ich, hätte man darüber überlegen können, dass ich dann nochmal Spanisch so richtig aufbessere. So, wisst ihr, was ich meine? Aber die hat halt einfach von Anfang an die ganze Spanisch geredet und alle zusammen gelacht und alle zusammen solche Witze gemacht. Ich habe einfach nichts verstanden und saß immer so daneben und ich war immer so, ja, habe einfach so mitgelacht, obwohl ich nichts verstanden habe. Und wenn ich jetzt gerade die ganzen Probleme jetzt aufzählen werde, müsst ihr auch wissen, die ganzen Probleme hatte ich meiner Gastfamilie schon gesagt, aber es hat sich nichts dran geändert. Ich bin nicht so eine Person, wenn irgendwelche Probleme sind, ich laufe da nicht sofort zu meiner Local Coordinatorin und beschwere mich darüber. Ich hatte über alle Probleme mit meiner Gastfamilie geredet, habe ihr gesagt, dass mich das stört und dass ich das doof finde, aber es hatte sich nichts daran geändert. Damit ihr aber versteht, dass ich jetzt nicht sagen, sofort zu der Local Coordinatorin gelaufen bin. Ich bin erst nach einem Monat zu ihr gelaufen und das war echt ein bisschen zu spät sogar. Dann hatte ich ja von Anfang an in meinem Zimmer keinen Schrank. Ich wohnte ja sagen in so einem
so einer alten Garage, die sie dann halt neu gemacht haben. Mein Zimmer war eigentlich voll schön, also ich war voll zufrieden im Zimmer. Ich hatte so ein Bett, ich hatte sogar solche Nachttische, ich hatte so einen Schminktisch. Und in meinem Zimmer waren auch überall auf dem Boden überall Ameisen. Also das war auch schon echt schlimm irgendwie. Also ich habe mich darüber auch nicht beschwert, weil ich war nur so, okay, ich will mich jetzt über nicht Kleinigkeiten so beschweren. Dann ist es halt einfach eine Veränderung, obwohl es auch nicht normal ist, irgendwie in so einem Ameisennest zu wohnen eigentlich. Ja, auch von Anfang an kein Schrank. Und als meine Local Managerin halt gekommen ist, bevor ich nach Amerika gekommen bin, und er hat gesagt, also ja, wir haben noch keinen Schrank für sie, aber die kaufen wir sofort nächste Woche, wenn sie kommt. Und sie hat natürlich den geglaubt, so ich meine, so, die wollten einen Schrank für mich kaufen. Und ich habe einen Monat bei denen gelebt und ich hatte keinen Schrank die ganze Zeit. Ich wohnte die ganze Zeit in meinem Koffer, bei meinen ganzen Sachen die ganze Zeit. Und wie sollte ich überhaupt 100% ankommen bei einer neuen Gastfamilie und mich zu 100% wohlfühlen, wenn ich nicht mal einen Schrank hatte, wo ich mich sagen, so ausbreiten konnte. Wisst ihr, ich meine, ich wohnte die ganze Zeit noch in meinem Koffer. Ich meine, das war auch schon so ein Zeichen. Und ich hatte meinem Gastvater ganz oft gesagt, können wir einen Schrank kaufen gehen? Können wir einen Schrank kaufen gehen? Ich brauche einen Schrank, obwohl das schon deren Aufgabe war, bevor ich überhaupt gekommen bin, war schon deren Aufgabe, einen Schrank zu kaufen. Das war wirklich deren Aufgabe. Ich meine, das sind so die Voraussetzungen als Familie, dass man halt einfach einen Schrank hat. Ich meine, so, wisst ihr, was ich meine? Ich meine, halt meine Freundin hier hat halt auch einen Schrank. So. Ich bin einfach zu Walmart gegangen mit meiner besten Freundin, habe mir den halt gekauft für $120 von meinem eigenen Geld. So, obwohl ich das halt eigentlich schon mal zum hätte haben sollen. Aber ich dachte auch so, okay, egal, ich will mich nicht beschweren. Ich war bei jeder Kleinigkeit immer so, okay, Adriana, ich will mich nicht beschweren. Sei glücklich für das, was du hast. Und ich wollte einfach meine Auslandszeit eigentlich nur genießen und ich wollte mich nicht wegen solchen Kleinigkeiten aufregen und ich wollte einfach glücklich sein und ich wollte einfach meine Auslandszeit so normal genießen und mich halt einfach nicht wegen Kleinigkeiten beschweren. Aber das war halt wirklich irgendwann keine Kleinigkeiten mehr. Und als ich den dann gekauft hatte, war mein Gastvater richtig sauer auf mich einfach und er hatte mich auch so ein bisschen angeschrien einfach, weil er meinte so, ja, ich habe doch gesagt, ich kaufe den für dich. Und dann meinte ich nur zu ihm so, ja, du sagst jeden Tag, dass du mir einen kaufen wirst und du brauchst nicht für mich kaufen, ich bin selbstständig, ich kann mir den auch selber kaufen, so, weil ich bin generell eine sehr selbstständige Person und ich habe das einfach sagen, dann allein in die Hand genommen sozusagen, weil ich wollte nicht länger warten. Ich habe 2,5 Wochen oder 3 Wochen war es, ich glaube, das war sogar 3 Wochen schon, in meinem Koffer gelebt und das konnte ich einfach nicht mehr. Und meine Familie, die arbeitet wirklich sehr viel, die kam also mein Gastvater kam jeden Tag erst um 7 oder 8 Uhr nach Hause und meine Gastmutter war den ganzen Tag zu Hause, aber im Studio halt. Das heißt, ich habe sie den ganzen Tag auch nicht gesehen. Sie hatte auch keine Zeit für mich. Also niemand hatte Zeit für mich. Habe ich mich einfach schon oft gefragt, so, okay, warum nehmen sie einen Austauschschüler auf, wenn sie überhaupt keine Zeit dafür haben, wenn sie nur Probleme dafür haben und mehr Stress wegen mir haben? Aber da habe ich so mit der Zeit auch mehr verstanden, okay, warum sie einen Austauschschüler aufgenommen haben. Weil dann kam ungefähr nach der ersten Woche, wo ich halt sehr, sehr viel im Haushalt machen musste. Und da dachte ich mir aber auch so, ja, okay. Also ich musste in Deutschland auch so ein paar Sachen im Haushalt machen, was auch normal ist. Und ich finde, darüber kann man sich eigentlich beschweren. Ich war nur so, okay, mache ich dann halt einfach so. Ich meine, ich bin glücklich zu sagen, dass ich über den leben darf, dann kann ich ja auch im Haushalt sehr viel helfen, aber ich musste wirklich sehr viel machen. Und das war halt auch nicht normal, was ich halt auch nicht verstanden habe richtig. So, ich meine, dass ich die Wäsche alleine machen musste und so, dass ich alles nach mir selber aufräumen musste, finde ich das komplett normal. Also das finde ich ist überhaupt, das ist so komplett normal als ein Austauschschüler. Aber sie hat mir von Anfang, also mein Gastvater, er hat so das Sagen zu Hause. Also die Gastmutter hat irgendwie gar nichts zu sagen zu Hause und er hat immer das Sagen zu Hause. Und die Gastmutter musste halt einfach immer alles sagen machen, was er gesagt hat. Das fand ich schon immer richtig schlimm irgendwie. Und am Abend, immer jeden Tag am Abend, als er nach Hause gekommen ist, hat er mir immer so eine Tüte so von McDonald's oder so mitgebracht und wir haben nie zusammen gegessen. Wir saßen nicht ein einziges Mal am Wohnzimmertisch zusammen und haben zusammen Abend gegessen. Kein einziges Mal. Also ich hatte nicht mal so dieses Familiengefühl, was man eigentlich als Austauschschüler haben sollte, weil sie jeden Tag nur Fastfood mir einfach so eine Tüte so hingeschmissen haben, wisst ihr? Und keine Ahnung, das fand ich schon irgendwie richtig, richtig schlimm so. Ich meine, sie müssen ja nicht kochen, wenn sie keine Zeit haben, aber wozu nehmen sie denn Austauschschüler auf, wenn sie dann nur denen so ein Essen so hinschmeißen, wisst ihr, was ich meine? Und wir kein einziges Mal überhaupt so Familienzeit zusammen erlebt hatten, wenn sie nicht mal Zeit dafür haben und halt jeden Tag ein Fastfood holen und dann halt mir es einfach dann nur so hingeben und nicht mal so wie zusammen am Tisch wenigstens essen können oder halt wenigstens an der Küchentheke oder so zusammen essen können. Und nach dem Essen ist mein Gastvater dann jeden Tag immer so in sein Bett gegangen und wenn ich halt einfach nur duschen gehen wollte, musste ich halt immer an seinem Schlafzimmer vorbei und die Tür war immer offen. Und er hat dann immer gesagt, ja Adriana, komm her. Und dann bin ich halt immer so reinkommen wie so ein Dienstmädchen, habe ich mich wahrscheinlich so gefühlt. So, ich war nur so, ja. Und ich stand immer nur so und ich nur so, ja. Weil ich halt einfach sehr Respekt vor ihm hatte und halt sehr Angst vor ihm so bekommen habe, hatte irgendwie so mit der Zeit, weil er halt mir einfach mal sehr viel vorgeschrieben hat und ich hatte halt einfach Angst, irgendwas falsch zu machen. Und ich habe einfach alles gemacht, was er mir gesagt hat. Und hatte mir am Abend immer jeden Tag aufgelistet, was ich alles falsch gemacht habe und hat mich am jeden Abend so ein bisschen so fertig gemacht.
Aber nach diesem Gespräch hat er mich schon immer so in den Arm genommen und gesagt, ja, morgen kannst du es besser machen. So. Und hat mir jeden Tag immer so, also jeden Abend hat er mir gesagt, ja, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht. Mach das morgen besser. Und morgen kannst du ja auch nochmal den Boden wischen. Und diese ganzen Sachen einfach. Und ich war nur so, in dem Moment immer nur so, okay, ist das wirklich ein Auslandsjahr? Ist das wirklich das, wofür ich hierher gekommen bin? Und immer dann habe ich einfach so Tränen in den Augen bekommen, als er mir das gesagt hat. Und hatte so richtig Tränen in den Augen bekommen, war aber kurz davor, anfangen zu weinen. Dann gab es auch eine Situation, dass bei mir im Haus noch eine andere Person die ganze Zeit gelebt hatte, von der man noch daran nicht mal irgendwas davon wusste. Also die Schwester von meiner Gastmutter lebte die ganze Zeit bei uns im Haus und die war nicht sagen angemeldet, weil sie hat halt irgendwie kein Zuhause und sie wohnt halt sagen bei uns. Und sie war die ganze Zeit auf mich sauer, weil ich sagen ihr Zimmer weggenommen hatte, weil ich, bevor ich gekommen bin, wurde sie halt in meinem Zimmer und dann musste sie die ganze Zeit im Kinderzimmer sagen schlafen. Und das war irgendwie so eine richtig komplizierte Situation und es war einfach kein schönes Familienleben zu Hause und kein schönes Gefühl und kein Gefühl von zu Hause einfach. Und es ist einfach viel schiefgelaufen, was halt einfach nicht hätte passieren dürfen. Und ich hatte euch ja davon erzählt, dass meine Gastmutter generell eigentlich keinen Auslandsschüler aufnehmen wollte. Und sie hatte von Anfang an eigentlich die ganze Zeit keinen Bock auf mich, hatte mich nicht so gut behandelt irgendwie. Also ganz oft zum Beispiel, einmal hatte sie Eis gekauft für die ganzen Kinder. Sie hat für die ganzen Kinder Eis gekauft, so da waren irgendwie 6 Kinder oder so. Oder nee, 4 Kinder, glaube ich. Also meine Kinder und noch die Cousinen. So für alle, sie hat noch mit dem Eis gegessen und ich saß daneben. Für mich hat sie nichts gekauft, so. Und dann hat sie mir die ganze Spanisch geredet und ich habe nichts verstanden und saß nur so. Und ich war nur so, ja, toll. Ich kann dieses Familienleben einfach dort sehr toxisch beschreiben und die hatten einfach, wie gesagt, keine Zeit für mich überhaupt und ich verstehe einfach nicht, warum sie einen Austauschschüler aufnehmen. Wie gesagt, sie wissen nicht, wie es ist, einen Austauschschüler aufzunehmen, weil das erste Mal für die war. Deswegen, zukünftig würde ich mich eher freuen, in eine Gastfamilie zu kommen, die einen Austauschschüler schon mal hatten, anstatt in eine Familie zu kommen, die halt noch nie einen Austauschschüler hatten, weil dann hatten die halt einfach schon mal Erfahrung. Wisst ihr, was ich meine? So Familien, die schon öfter Austauschschüler aufnehmen, die haben einfach mehr Erfahrung und dann wissen sie mehr, wie man mit dir umgeht und was du sagen brauchst als Austauschschüler. Besonders in der ersten Anfangszeit vermisst man nochmal die Familie, man hat nochmal einen Kulturschock und da braucht man desto mehr erstmal so Nähe und diese Familiennähe. Wisst ihr, was ich meine? Das hatte ich halt einfach gar nicht. Also ich wurde halt einfach echt so wie ein Dienstmädchen irgendwie so, besonders mein Gastvater einfach so behandelt. Und einmal waren wir am Wochenende in Charlotte, weil halt meine Gastmutter halt solche Fotosessions hatte. Und dann kamen wir am Abend zurück, es war dann ein Sonntagabend, ich musste am Montag zur Schule und die Schule generell hatte mich in den ersten 2 Wochen sehr fertig gemacht, weil ich mich an diesen neuen Rhythmus, an den neuen Alltag gewöhnen musste und ich musste früh morgens aufstehen und ich war halt jeden Tag erst um 5 Uhr zu Hause und ich musste mich an alles gewöhnen und deswegen wollte ich am Sonntagabend auch mal früh schlafen gehen. Wir kamen zurück von Charlotte, es war 9 Uhr abends oder so und dann im Auto meinte er so, ja Trainer, du weißt, was du jetzt gleich zu tun hast und ich war nur so, was denn? Und er nur so, ja die Spülmaschine musst du machen und ich war nur so, das habe ich schon gemacht, bevor wir gegangen sind. Warum soll ich das machen? Das sind jetzt dann nicht mal meine Sachen so wieder. Weil die hatten immer alle deren Sachen in die Spülmaschine geschmissen, mit dem Essen noch, also wirklich so richtig, richtig eklig. Und ich musste immer alles nach dem aufräumen. Das waren nicht mal meine Sachen, die ich nach mir, also nach mir, ich hätte immer nach mir alles aufgeräumt. Und immer am Abend musste ich deren ganzen Sachen immer aufräumen. Musste den Boden wischen und so. Und das war halt einfach mal so meine Aufgabe. Und ich habe mich wirklich wie so ein Dienstmädchen gefühlt. Also wirklich, wenn man das so sagen kann, oder so eine Putzfrau. Da musste ich das halt einfach an diesem Abend noch am späten Abend machen und die benutzen halt keine Spülmaschine, sondern machen halt einfach alles sagen mit der Hand. Und ich saß meistens so eine Stunde daran oder so und war erst um 10:30 oder so im Bett. Und die waren schon alle lange so im Bett, haben Fernsehen geguckt und ich habe da einfach alles so nach und aufgeräumt. Ich war naiv und dumm irgendwie, dass ich das halt einfach nicht mehr so gesehen habe. Ich habe halt einfach immer das Positive gesehen und war nur so, okay, Trana, du bist ja ein Auslandsjahr. Probier dir einfach zusammenzureißen. Du lernst daraus. Und keine Ahnung, ich habe probiert, das irgendwie so positiv zu sehen, aber es war wirklich richtig dumm. Also es war einfach so naiv und dumm irgendwie. Ich hatte ja schon gesagt, dass mein Gastvater viele Sachen von mir erwartet hatte. Er hatte auch von mir erwartet, dass ich wirklich überall in jedem Fach eine 1 habe. Und das ist aber auch nicht realistisch, weil er ist im Endeffekt auch nicht mein echter Vater. Er kann mir eigentlich nichts vorschreiben. Also klar, er kann einfach sagen, dass er möchte, dass ich mich anstrenge in der Schule, dass ich gut in der Schule bin. Aber er hat wirklich von mir erwartet, in jedem Fach eine 1 zu haben. Hat mir richtig Druck gemacht. Und wie sollte ich lernen, wenn ich nach Hause kam, erstmal aufräumen musste und so und musste die Hausaufgaben machen und ich hatte gar keine Freizeit einfach. Ich hatte so einen Stress einfach so 4 Tage und das hatte mich mental so kaputt gemacht und ich war einfach auch generell auf so etwas mental Belastbares einfach irgendwie nicht so vorbereitet, bevor ich ins Auslandsjahr gegangen bin. Deswegen will ich einfach, dass ihr auch wisst, bevor ihr in ein Auslandsjahr geht, müsst ihr wirklich auch mental stark sein. Also geht nicht wirklich so mental richtig, richtig schwach ins Auslandsjahr. Also klar, sogar wenn ihr vielleicht mental richtig, richtig schwach ins Auslandsjahr geht, vielleicht könnte das Auslandsjahr euch dann desto mehr noch stärken. Deswegen, das kann natürlich auch sein. Aber ich war mental jetzt nicht so krass die stärkste Person. Also ich bin schon sehr sensibel. Ich bin jetzt nicht so eine starke Person, sagen. Also ich fange schon schnell oft immer an zu weinen und ich nehme mir oft Sachen sagen zum Herzen und so.
Und ich war einfach mental nicht so stark. Also ich war darauf nicht vorbereitet, auf solche schlimmen Sachen sagen, die mir dann so passiert sind irgendwie. Und keine Ahnung, und das hat mich einfach so richtig psychisch richtig fertig gemacht. Und das war einfach kein guter Start, sagen, ins Auslandsjahr. Und es war einfach alles andere als perfekt, sagen, der erste Monat. Aber ich bin jetzt desto mehr, sagen, bereit, jetzt, sagen, in eine neue Gastfamilie zu gehen. Aber dazu komme ich jetzt gleich. Am Freitag, am letzten Wochenende, hatte ich dann eine Übernachtung mit meinen Freundinnen hier in Raleigh. Also ungefähr so, ich musste eine Stunde hierher fahren von meinem kleinen Dorf, wo ich halt wohnte. Und ich habe meinen Gastvater halt gefragt, ob er mich hinbringen kann. Er war ein bisschen sauer. Ich kam auch viel zu spät, weil er halt keinen Bock hatte, mich hinzubringen. Ich musste halt ihn einfach überreden. Das war das erste Mal, dass er mich überhaupt zu Freunden gebracht hat, nach einem Monat, weil ich mich nicht getraut hatte, ihn überhaupt zu fragen oder so. Und da hat er mich hingebracht und er war halt im Auto immer noch mit seinem anderen besten Freund. Und im Auto hatte ich dann einfach erfahren, dass er meine Gastmutter betrügt. Dazu will ich wirklich nicht viel sagen, weil ich finde, das ist etwas sehr Privates und das will ich jetzt auch nicht mehr viel sagen. Aber auf jeden Fall hatte ich das einfach erfahren. Und da habe ich im Auto richtig da geweint. Da kam ich bei diesem Fußballspiel an, bei diesem Football-Game einfach an. Bei meinen ganzen anderen Freundinnen hier in Raleigh, also mit den vier anderen Auszubildenden aus Deutschland. Und dann waren wir noch mit anderen amerikanischen Freunden. Es war einer der schönsten Abende, die ich erlebt hatte. Dann am Abend kamen wir hierher zu meiner Freundin. Das ist halt einfach auch eine andere deutsche Auszubildnerin. Die hatte ich schon am Flughafen kennengelernt. Und da haben wir vier deutsche Auszubildner einfach hier zusammen so ein Sleepover gemacht. Dann am Abend saßen wir halt einfach unten alle, haben so darüber geredet, über das Gastfamilienleben und so. Und da habe ich denen so ein paar Sachen gefragt, ob das bei denen auch so ist, ob das normal ist. Diese ganzen Sachen, die passiert ist, ob das normal ist. Und die meinten alle nur so, Adriana, das ist nicht normal, was bei dir passiert ist. Dein Gastfamilienleben ist nicht normal, du musst da raus. Und ich war nur so, okay. Weil als ich hier auch gekommen bin, habe ich so gesehen, wie die Familie hier ist und wie das Familienleben hier ist und wie nett die einfach alle sind. Und habe ich auch gemerkt, so, okay, warum habe ich das nicht so? Warum ist mein Familienleben irgendwie nicht so? Und da habe ich erst so realisiert, okay, ich bin wirklich in der falschen Familie. Meine Familie ist wirklich keine Gastfamilie, das ist nicht das Leben, was ich mir vorgestellt habe. Und klar, keine Gastfamilie ist perfekt, aber so wie es bei mir war, das ist einfach nicht akzeptabel, wisst ihr? Dann habe ich noch am gleichen Abend, noch um 12 Uhr in der Nacht, meiner Local-Connectorin geschrieben, ob wir morgen früh reden können, weil es mir nicht so gut geht. Am nächsten Morgen, sie wohnt nur 10 Minuten von hier, am nächsten Morgen hat sie mich angerufen und meinte, Adriana, ich bin 10 Minuten sofort bei dir. Deswegen so ein großes Lob einfach an meine Organisation. Also besonders hier an AYA hier in Amerika, sie ist sofort zu mir gekommen, immer von 10 Minuten war sie bei mir. Dann sind wir noch umgegangen, sagen in den Keller, da ist nämlich so ein Sofa und so, haben dann privat die ganze Zeit geredet, hab ihr alles erzählt, ich habe richtig angefangen zu weinen, ich habe über alles so, ich habe alles sagen, was passiert ist, sagen erklärt. Ich habe jetzt auch nicht alles sagen erzählt hier auf YouTube, was jetzt wirklich passiert ist. Und auch so mit der Gastfamilie, ich erzähle euch jetzt nicht ein paar Sachen, die noch passiert sind, weil die einfach zu privat sind. Aber halt einfach so grob, damit ihr auch so versteht, warum ich die Gastfamilie gewechselt habe. Auf jeden Fall hatte ich dann die ganze Zeit mit ihr darüber geredet. Ich habe richtig geweint die ganze Zeit. Und sie war so da für mich. Und dann kam halt die Mutter auch von meiner Auszubildenden hier, hat mich umarmt und gesagt, dass alles gut wird. Und dann meinte meine Local-Connectorin, dass ich hier bleiben soll, dass sie nicht möchte, dass ich da zurückgehe. Und seit Samstag bin ich jetzt hier. Heute ist Mittwoch. Oder Donnerstag, weiß ich nicht genau. Heute ist Mittwoch, glaube ich. Und ich bin jetzt seit Samstag hier und lebe hier bei meiner anderen Freunden aus Deutschland. Ich fühle mich hier so wohl und diese Familie ist so toll. Und am Samstag hatte dann meine Local-Connectorin dann auch gesagt, okay, wir fahren jetzt zu deiner Gastfamilie, alle zusammen, damit du nicht alleine bist und holen einfach ganz schnell deine Sachen ab, weil ich möchte nicht, dass du da alleine nochmal hingehst, weil das ist keine gute Gastfamilie und du musst da sofort raus. Und sie hat halt einfach auch sofort die AYA, halt Notfallzentrale angerufen und hat gesagt, dass ich die Gastfamilie halt sofort wechseln muss. Und dann auf dem Weg dahin hatte ich so Angst, ich habe meinen ganzen Körper gezittert. Das war so, so schlimm, wirklich. Ich hatte lange nicht mehr so etwas Schlimmes irgendwie erlebt. Wirklich, mein ganzer Körper hat einfach nur gezittert und ich hatte irgendwie so Angst, irgendwie da überhaupt reinzugehen. Und dann waren wir halt dann da und dann standen da so meine Koffer schon vor der Tür. Die haben meine Koffer schon vor die Tür gestellt, so richtig so, ja. Die waren, also mein Gastvater war bestimmt richtig, richtig sauer, kann ich mir gut vorstellen. Weil er war auch ganz oft bei Sachen, hat er immer so gesagt, so, ja, sagt das niemand irgendwie von der Organisation oder so. Ach, es ist aber vieles schief, glaube ich. Oh, das kann ich gar nicht. Das Video wäre jetzt 50 Minuten lang, wenn ich alles erzählen würde, was passiert ist. Auf jeden Fall habe ich dann noch ein paar Sachen so aus meinem Zimmer geholt, aus dem Badezimmer. Ein paar Sachen waren in der Wäsche noch. Und habe ich mich einfach nur von denen verabschiedet. Und die standen da die ganze Zeit nur, haben mich so richtig so angeguckt. So meine Gastmutter, mein Gastvater. Haben mich nur so von unten nach oben angeguckt, haben so richtig scheiße geguckt. Meine Gastmutter hat aber nicht traurig geguckt, weil sie wollte mich ja eh von Anfang an nicht da haben. Und die Kinder waren gar nicht da. Und ich wollte mich von den Kindern verabschieden, aber meine Gastmutter meinte so, ja, nee, die wollen nicht, weil die haben gerade schon geweint und das wird dann noch viel schlimm für die sein. Und ich verstehe nicht, warum die Gastkinder geweint haben, weil die haben eh nie was mit mir gemacht. Ich wollte immer was mit denen machen, aber die waren immer nur im iPad so. Und keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich so froh, dass die ganze Familie hier von meiner Freundin halt mitgekommen ist und meine Local-Connectorin. Das heißt, ich war nicht alleine, ich hatte Unterstützung und dann hatte ich meine ganzen Koffer, meine ganzen Sachen geholt. Und seitdem lebe ich halt die ganze Zeit hier und mein Local-Connectorin hat es auch geschafft, innerhalb von 2 Tagen einfach eine Gastfamilie für mich zu finden.
Und einfach wirklich so ein großes Lob einfach an sie. Wirklich, also ich bin so froh, so eine gute Local-Connectorin zu haben. Sie hat es einfach, wie gesagt, geschafft, innerhalb von 2 Tagen eine Gastfamilie für mich zu finden. Und schon morgen komme ich einfach zu meiner neuen Familie. Und ich freue mich einfach so sehr auf so einen neuen Start einfach. Weil mein Auslandsjahr hat einfach nicht gut gestartet. Ich hatte trotzdem immer alles positiv gesehen. Ich habe trotzdem ein paar Sachen genossen. Ich habe die Schule genossen und so. Aber halt einfach immer, wenn ich nach Hause kam, habe ich mich nicht so gut gefühlt. Und es war einfach kein guter Start in ein Auslandsjahr, wie es halt eigentlich sein sollte. Aber ich denke mir immer, dass man aus solchen Sachen lernt und ich bin so krass stark wie daraus geworden irgendwie. Und ich weiß nicht so, ich glaube, jetzt bin ich so mental irgendwie noch stärker geworden, als ich, glaube ich, jemals in meinem ganzen Leben war. Und es ist einfach doof, dass ich halt so ein Pech hatte mit meiner Gastfamilie und dass ich halt einfach so einen doofen Start hatte. Und ja, ist halt einfach doof und ich hatte halt einfach Pech, aber ich probiere es trotzdem irgendwie positiv zu sehen und einfach denken, dass ich halt noch stärker daraus geworden bin. Und man lernt auch so etwas und ich schätze jetzt auch einfach alles so viel mehr. Also ich schätze schon, ich bin generell schon eine Person, ich habe schon Sachen schon geschätzt, mehr als vielleicht andere, aber so jetzt schätze ich das wirklich noch mehr. Also jetzt, ich bin jetzt seit 4 Tagen bei dieser Familie hier und wir saßen gestern am Abend zusammen am Tisch, haben zusammen Abend gegessen, wir haben einen Film zusammen geguckt und das war so ein schönes Gefühl einfach und ich habe das so geschätzt, ich hatte einfach Tränen in den Augen dabei, weil mich das so gefreut hat, einfach so ein normales Familienleben zu haben einfach und keine Ahnung, ich kann es wieder anfangen zu meinen. Mir hat mich das einfach so gefreut, hier zu sein bei einer schönen Familie und ich fühle mich jetzt einfach hier gerade so sicher und morgen komme ich in meine neue Gastfamilie, die wohnt ungefähr 25 Kilometer entfernt von meiner alten Gastfamilie und ich muss zum Glück auch nicht die Schule wechseln, das heißt, ich werde dann jeden Tag ungefähr so 25 Minuten fahren müssen in die Schule, aber meine neue Gastfamilie wird mich da auch hinbringen. Ich komme sozusagen in eine größere bisschen Stadt sozusagen, also ich komme in so ein Suburb sozusagen von Raleigh, also schon eine größere Stadt, da sind auch die Häuser viel schöner und so auch. Und auch in meinem alten Ort, das war echt ein Ghetto. Das war echt ein Ghetto. Ich hatte auch echt oft Schießereien und so da gehört und ich habe mich dort echt nicht sicher gefühlt. Also wirklich einfach alles, was schieflaufen hätte können, ist einfach schiefgelaufen. Aber wie gesagt, ich komme morgen einfach zu meiner neuen Gastfamilie. Es ist ein Gastvater und eine Gastmutter. Er kommt aus Indien und meine neue Gastmutter ist aus Australien, aber wohnt halt hier. Und die arbeiten auch beide von zu Hause. Sie ist Lehrerin und er ist irgendwas mit IT oder so. Und ich habe auch einen kleinen Gastbruder, er ist 4 Jahre alt und sie verbringen sehr viel Zeit zusammen und das sagt schon alles, dass sie auch den ganzen Tag zu Hause sind und nicht arbeiten, also arbeiten sozusagen von zu Hause, dass sie auch sagen, mehr für mich Zeit haben werden und ich freue mich einfach auf die neue Zeit einfach und auf so einen neuen Start einfach und ich kann gar nicht in Worte beschreiben, wie glücklich ich einfach bin, dass meine Local-Kölnerin so eine gute Familie jetzt gefunden hat und dass ich jetzt morgen auch schon zu einer neuen Gastfamilie kommen kann und ich bin einfach mehr als bereit, sagen, so einen neuen Start jetzt irgendwie zu haben und einfach alles zu vergessen, was einfach schiefgelaufen ist. Ich will darüber jetzt auch nicht mehr viel nachdenken. Ich wollte dieses Video für euch drehen, damit ihr auch wisst, was passiert ist. Aber ich will jetzt darüber auch nicht mehr viel nachdenken, was alles passiert ist in meiner alten Gastfamilie. Das ist jetzt Vergangenheit und das vergesse ich jetzt einfach. Also nicht vergesse ich, ich werde es nicht vergessen, aber ich will probieren, nicht mehr darüber so nachzudenken. Mein Auslandsjahr ist einmalig und ich will das Auslandsjahr auch genießen und probieren einfach wirklich einen neuen Start zu haben. Und ja, ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, dass ich mich länger nicht gemeldet habe, wegen halt der alten Gastfamilien-Situation und halt wegen der ganzen Situation, dass es jetzt passiert ist. Es war einfach alles sehr stressig und es war einer der schlimmsten Tage irgendwie in meinem Leben irgendwie. Okay Leute, ich wünsche euch noch eine ganz schöne Restwoche. Bleibt alle gesund und ja, bis zum nächsten Mal.